Die Epilepsie ist eine Erkrankung, bei der es Patienten gehäuft zu epileptischen Anfällen kommt. Die häufigste Form des epileptischen Anfalls ist der sogenannte Cromall-Anfall, der große Anfall, wo die Patienten hinstürzen mit Armen und Beinen, zucken, blau werden im Gesicht und oftmals sich auf die Zunge beißen und Urin verlieren. Man muss immer genau schauen, was die Ursache des Ganzen ist. Es kann sein, dass es angeboren ist. Das sind dann Patienten, die bereits im Kindesalter Anfälle haben. Es ist aber auch gar nicht mal so selten, dass Erwachsene im späten Erwachsenenalter erstmals einen epileptischen Anfall erleiden. Und dann muss man schauen, was dem zugrunde liegt. Manchmal ein Hirntumor, manchmal auch die Folge eines Schädel-Hirntraumas oder eines Schlaganfalls. Das muss eben dann ganz genau geprüft werden.